Ob das für mich ein Thema ist, dass ich mit einer ursprünglich schwarzen Kultur meinen Lebensunterhalt verdiene, ist natürlich ein Thema. Jetzt ist die Frage, wie geht ein deutscher Künstler damit um, wenn der mit dieser Kultur sich identifiziert? Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie draußen ein paar 14-jährige Kids fragen, was die 5 Säulen sind oder wer die erste Platte rausgebracht hat oder so, dann kriegen wir wahrscheinlich keine Antwort. Dann ist die nächste Frage, ist das schlimm? Findet man das schlimm? Muss man das schlimm finden? Ich trage die Kette so, als wäre sie meine Hope, was willst du tun? Ja, leck von der Slack in der Proof. Ich bin der Antichrist-Nigger vom Dornenkranz bis zu dem Hof. Ja, Niggas am Hals von dem Kohl. Ich trage Handschuhe zum Covern von Parken Tattoos. Die linke Hand auf dem Buch und die Gun in der anderen. Ich lasse zu, denn ich sehe den Zenser Mann in meiner Spiegelung. Eigentlich ist alles, worüber wir reden, was unsere Welt kulturell ausmacht, es sind immerzu Austauschprozesse. Und sind selbstverständlich auch immer zwiespältige Austauschprozesse, weil jeder Austausch unter Menschen auch immer was mit Machtverhältnissen zu tun hat. Aber der Weg oder die Richtungen, wer davon den Nachteil trägt, scheint mir überhaupt nicht so eindeutig zu sein, wie wir oft tun. Ihr macht auch Kollegen, Familie, doch denkt euch noch Konfrontationen mit ihm, er wird heute lieber in der Wohnung geblieben. Selbstverständlich ist die afroamerikanische Kultur kulturell hegemonial geworden. Der Hip-Hop ist die dominante popkulturelle Strömung, und zwar weltweit. Dann fangen selbstverständlich auch in anderen Ländern an, Leute, die nicht über denselben biografischen Vorlauf oder Sozialisierung verfügen, auch an, mit diesen Symbolen, mit dieser Formensprache zu arbeiten. Aber damit berauben sie der African-American Community nicht irgendwie ihr Eigenstes, sondern affirmieren sie in einer Weise. Irgendwie klingt's anders, irgendwie swingt's anders. Routine. Findet man ein geiles Sample, ja, dann nimmt man das. Routine. Der Authentizitätsanspruch im Rap, der ist ja sehr, sehr stark und übertrieben, aber auch nicht nur da. Also wir sehen das ja auch gesamtgesellschaftlich und kulturell, dass ein sehr hoher Wunsch nach Authentizität vorhanden ist. Es gibt heute in der Moderne ein Wort dafür, das nennt man kulturelle Aneignung. Und der Anspruch nach Authentizität bedeutet, ich möchte, dass ich meine Geschichte erzähle und nicht du. Wenn ich an kulturelle Aneignung denke, dann denke ich an mich, an meine Band, an deutschen Hip-Hop, den wir mitgestaltet und mit erfunden haben. Sprich, in dem Sinne halt adaptiert haben. Das Ziel, ein wirklicher Amerikaner zu sein. Wer dieses wirklich vorhat, ist für mich ein armes Schwein. Mann, wir leben in Hamburg, man wird dies endlich klar. Hamburg liegt in Deutschland, nicht in Amerika. Dies ist nicht Amerika, einer unserer Songs. Ich glaube, es ist ganz tricky. Es ist wirklich, wirklich kompliziert, diesen Unterschied festzumachen, was ist kulturelle Aneignung in negativer Form und was ist einfach eine natürliche Adaption von etwas, wo man natürlich auch anfängt, dann mit der Zeit sich selbst auch darstellen zu wollen und zu müssen. Darum geht es ja in der Kunst. Wir sind am Start und die Welt ist groß. Wir haben kein Ziel, aber wir fahren los. Unser Zug ist abgefahren, doch wir sitzen drin. Niemand kann dich stoppen, wir werden weiter rocken. Sprich, wir mussten halt neben der Tatsache, dass wir jetzt US-Hip-Hop quasi oder das ganze kulturelle Phänomen drumherum halt adaptieren und annehmen, auch gleichzeitig anfangen, unseren eigenen Ausdruck zu finden und das auch auf eine Sprache zu entwickeln und ein eigenes Mindset zu entwickeln, was zwar sich darauf bezieht, aber dennoch irgendwie individuell ist oder auf die Situation hier bezogen ist. Das, was ich heute mache oder das, was ich machen möchte und der Künstler, der ich sein will, der ist ja von mehr Kultur beeinflusst als nur Hip-Hop-Kultur und ich versuche ja am Ende mein eigenes Ding draus zu machen. Und wenn ich das mache, dann muss das natürlich irgendwie mit einer gewissen Wertschätzung und mit einer kritischen Auseinandersetzung auch mit mir selber passieren. Ja, es ist abgefuckt. Überleben von Hand in den Mund, Hauptsache ich schnapp gemacht. Stell dir vor, wir erkennen den Grund in meiner Nachbarschaft. Ich erinnere mich auch daran, dass als Agro Berlin anfing groß zu werden, es auch innerhalb der Hip-Hop-Szene eine Diskussion darüber gab, worüber reden die eigentlich? Es gibt doch gar keine Ghettos. Ich würde schon sagen, dass es Ghettos gibt. So. Also, keine Ahnung, wie definierst du Ghetto? Was heißt Ghetto? Also es ist nicht, also jedenfalls nicht in den Kreisen, in denen wir uns umgeben, so, dass jeden Tag jemand erschossen wird, so auf den. Natürlich gibt es Ghettos. Und wenn man die jetzt eins zu eins vergleicht mit Amerika, ist klar, dass da ein Unterschied ist, weil in Amerika einfach der Zugang zu Waffen und allem drum und dran, das ist eine viel gewalttätigere Kultur. Köln, Kalk, Hartz IV, komm in meine Hut rein. Komm und guck, was es heißt, im Block hier zu wohnen. Wo man leben muss von Drogen oder Prostitution. Neo, der GD-Präsident, ist wieder in der Bronx. Hier ist man schon mit 16, Dealer oder Stats. Auf Viva oder MTV, ich komme groß raus. EKO-Sound, direkt aus dem Hochhaus. Der Song Ghetto von Echo Fresh hat das klassische Narrativ, dass
Man findet es wirklich in unglaublich vielen Rap-Songs und man kann da wirklich von Klassenunterschieden sprechen. Wenn es halt darum geht, du kommst aus deiner behüteten Reihenhaussiedlung, deine Eltern haben ein Haus und Boot und solche Sachen, dann wird halt verdeutlicht, ich hatte das nicht und deswegen solltest du vielleicht etwas mehr Demut haben oder Respekt für den Struggle, den man in diesen Vierteln hat. Du in deinem Einfamilienhaus lass mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Armut gibt's überall. Also du kannst natürlich jetzt auch nicht hier Armut vergleichen mit Armut in Afrika zum Beispiel. Trotzdem gibt's hier arme Leute, hier gibt's Kinder, die haben nichts zu essen. So, die müssen gucken, wie die sich in der Schule was zu essen besorgen. Das ist auch kein Spaß, das gibt's tatsächlich. Genau dieser Struggle wird ja diesen Vierteln immer abgesprochen. Es wird ja genau das. Es gibt keine Ghettos, es gibt keine Probleme. Wir haben doch hier Schulen. Du kannst auch zur Schule gehen und studieren. Ja, kann man, aber wenn die äußeren Zwänge, die in so einem Viertel herrschen und die ja die Leute aus den Reihenhäusern gar nicht kennen, wenn man das nicht respektiert, dass das für Probleme sorgt, dann sagt man immer diesen Vorwurf, ja mach doch, du kannst dich doch ausbilden. Wo ist dein Problem? Das Problem sind die Verhältnisse im Viertel. Und das wird in solchen Songs auf den Punkt gebracht. Du weißt, ich komme aus der Siedlung. 12 Stockwerke, 6 Blocks plus mein Block und kein Kopf in Sicht. Dicker, ich bin in der Siedlung. 12 Stockwerke, 6 Blocks plus mein Block und kein Kopf in Sicht.